Ja, also durchaus unterschiedliche Meinungen zum heutigen Wahltag, aber wir haben es gehört, Wahlbeteiligung ist auch da ein wichtiges Thema. Ich begrüße ganz herzlich Christian Longert, den Chefredakteur der Kieler Nachrichten, bei mir. In den letzten Tagen, in den letzten zwei Wochen vielleicht, ist es noch mal sehr, sehr spannend geworden. Die Union hat aufgeholt, hat Thorsten Albig quasi jetzt momentan in den Umfragen überholt. Was hat diese Wechselstimmung, will ich nicht sagen, aber was hat diesen Umschwung bewirkt? Ja, ich denke, es lief wirklich nicht gut in den letzten zwei Wochen für Thorsten Albig. Das waren einige Dinge, die der SPD da in die Quere gekommen sind. Ich glaube mal, die SPD selber hat gar nicht wirklich gut erklären können, was eigentlich Gerechtigkeit für alle, mehr Gerechtigkeit für alle bedeutet. Und umgekehrt hat die CDU es geschafft, deutlich zu machen, was eigentlich der Unterschied ist, wenn die CDU regieren würde. Es geht ja um Nuancen. Dann gab es das TV-Duell, dann gab es dieses vermutlich inzwischen auch von der SPD als unglücklich bezeichnete Interview in der Bunden. Hat das auch sozusagen dann Punkte gebracht für die Union? Ja, ich denke schon, dass es im Wesentlichen um die Inhalte ging. Da sind aus meiner Sicht zwei Dinge zu nennen. Einmal der Windkraftausbau und auf der anderen Seite die Frage Turbo-Abitur ja oder nein. Da hat die CDU Positionen bezogen, die laut Umfragen sehr deutlich die Mehrheit der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holstein teilt. Ich denke, das war sehr wichtig für die CDU. Zweitens, ja, auch das Bunte-Interview, das Sie ansprechen, war nicht besonders glücklich. Und ich denke, Thorsten Albig wird es inzwischen bereut haben, dass er dieses Interview gegeben hat. In ganz Deutschland spielt gerade auch in NRW kommende Woche das Thema innere Sicherheit eine Größe, eine wirkliche Größe, ist bei den Wählern hoch im Kurs. Spielt das in Schleswig-Holstein überhaupt eine Rolle? NRW spielt hier keine Rolle. Auch innere Sicherheit meine ich. Innere Sicherheit ist ein großes Thema, ja, insbesondere das Thema Abschiebung. Da hat sich ja die SPD oder die Regierung, die hier am Ruder ist, sehr klar positioniert. In die Quere gekommen ist der SPD da auch der Sigmar Gabriel und letztlich auch Martin Schulz. Beide haben in der Sache Thorsten Albig widersprochen. Auch wenn sie die humane Haltung gelobt haben und gewürdigt haben, aber sie haben gesagt, in der Sache liegt er falsch. Und das war auch sehr unglücklich für Thorsten Albig. Wie haben Sie überhaupt die Wahlkampfauftritte der Bundesprominenz, also der Kanzlerin und eben Martin Schulz hier im Bundesland wahrgenommen? Ich denke, das waren Routineauftritte, die haben die Leute nicht wesentlich... Spielte das eine Rolle? Spielte, denke ich, überhaupt keine Rolle. Hier geht es tatsächlich um Sachfragen in Schleswig-Holstein und um die Frage, will man, dass diese Regierung weitermacht oder will man das nicht? Und meine Vermutung ist eher, dass dieser leichte Vorsprung der CDU, der in den letzten Umfragen deutlich geworden ist, dass der nochmal ausgebaut werden kann im Wahlergebnis am Ende. Thorsten Albig hat immer sehr unaufgeregt, sehr geräuschlos regiert. Warum das in anderen Bundesländern hat das funktioniert? War er kein richtiger Landesvater, stand jetzt? Oder hat er zu wenig Power und Impulse gesetzt? Naja, ein Landesvater im eigenen Sinne, wie möglicherweise auch Peter Harry Carstensen zuletzt war, der hier in der Maske gerade sitzt. Ich kann ihn aus dem Augenwinkel sehen. So ein Landesvater war er definitiv nicht. Er hat sich bemüht, bei den Bürgern zu sein. Aber ich denke mal, so richtig angekommen ist er bei den Bürgern am Ende nicht. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie man es eigentlich von einem Ministerpräsidenten erwarten kann. Einen wirklichen Amtsbonus kann ich jedenfalls derzeit nicht erkennen bei ihm. Sagt Christian Longert, Chefredakteur der Kieler Nachrichten, hier am heutigen Abend. Und natürlich, er und ich sind gespannt auf die 18 Uhr, genauso wie ihr im Studio in Bonn. Michaela.